Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, wie man ein Schwein malt. Mit Paint. Dazu wählen wir die Ellipse aus. Malen wieder eine Ellipse, das ist wie ein Kreis, bloß flacher. Wichtig ist jetzt, dass bei Füllen immer einfarbige Füllung zu sehen ist. Als nächstes malen wir einen richtigen Kreis. Hier so drüber. Das ist zwar schade, dass die Ellipse dann verdeckt ist, aber das muss so sein. Gegebenenfalls bringen wir den noch hier hin. Ab jetzt brauchen wir nur noch den Pinsel. Das heißt, dann können wir hier die Ohren malen. Es kann auch etwas abgeknickt sein, so ein Ohr. Und dann machen wir die Schnauze. Wer will, kann dafür auch die Ellipse nehmen. Ich mache das immer per Hand. Wichtig sind jetzt die Nasenlöcher. Zwei hat ein Schwein. Dann kommen die Augen. Ein Schwein hat zwei Augen. Ein linkes und ein rechtes. Dann machen wir noch die Pupillen da rein. Mit der Iris. Wer auch immer Iris ist. Und dann hat das Schwein noch einen Mund. Da Schweine doof sind, grinsen sie immer ein bisschen. Wir können auch wieder ein Hitlerschwein draus machen, indem wir hier die Erkennungsmerkmale Bart und Haare hinzufügen. Aber die Anfänger brauchen das erst einmal nicht. Dann kommen die Beine. Die kommen dann hier lang. Wichtig ist, an dieser Stelle muss Platz bleiben für eine etwaige Erweiterung. Und dann, ein Schwein hat in der Regel vier Beine und noch einen Ringelschwanz. Damit das Ganze auch authentisch aussieht, füllen wir das Ganze in Schweinchen mit Schweinchen rosa. Und auch die Ohren nicht vergessen. Dann malen wir noch einen Kackehaufen. Für den Kackehaufen müssen wir hier auf dem Boden drei übereinander geschichtete Art Ellipsen malen, aber nicht ganz rund. Wer will, kann auch noch mehr malen, aber das sieht irgendwann dann albern aus. Und dann füllen wir das Ganze mit Braun. Wer möchte, dass die Kacke noch ganz frisch ist, der kann hier noch so Stinkefahnen dran machen. Sehr schön frische Kacke. Ich habe noch etwas vergessen. Nämlich, dass ich hier die Nase auch nicht ausgefüllt habe. Das mache ich ja jetzt. Hier können wir noch die Peniserweiterung anfügen. Wenn wir die richtige Farbe ausgewählt haben. Mir ist gerade ein Ei aus der Hose gefallen. Und dann machen wir hier die entsprechende Peniserweiterung dran. Der ist nicht so gut gelungen. Nicht vergessen, wieder hier die entsprechende, das entsprechende Ausfüllwerkzeug zu machen. So haben wir jetzt ein schönes Schwein mit einem Kackehaufen und einem Penis.